Aloha und verdammt Text mit Harvest Moon A Wonderful Life. Wir müssen uns jetzt ganz fix auf den Weg machen, unsere Tiere reinzuholen. Und ich sehe und merke, der Fehler vom Controller ist behoben. Oder ist weg. Also ich vermute einfach mal, dass... Nein, der Fehler ist nicht weg. Okay, schön. Oder? Ist er weg? Ich blicke langsam nicht durch. Also anfänglich ist alles in Ordnung und jetzt ist auch wieder alles in Ordnung. Ich verstehe es nicht. Oh, Holly muss gebadet werden und Therese auch. Ich glaube, es ist Therese. Ich weiß es nicht. Man kann die Starkühe immer so schlecht auseinanderhalten. Also es scheint wieder alles normal zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie der Fehler entstehen konnte. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich beim Einschalten der Konsole den Controller am Kabel hochgezogen habe. Was ich immer mache, aber man soll ja normalerweise den Joystick nicht anfassen, wenn die Konsole hochfährt. Und vielleicht lag es daran. Und das wird dann wahrscheinlich so, keine Ahnung, Problem an der Konfiguration der Konsole gewesen sein, weil der neue Controller hatte ja das gleiche Problem. Ich habe keine Ahnung. Jetzt musste ich gerade wieder gähnen. Furchtbar. Entschuldige. Entschuldige, du, einer Zuschauer, der sich dieses Let's Play wahrscheinlich noch anschaut. Nee. Ja, ich habe keine Ahnung, was das Problem war. Es ist jetzt weg. Und das erleichtert mich, weil ich ja vorhatte, Harvest Moon doch jetzt wieder ein bisschen mehr aufzunehmen. Aber wenn dieses Problem mit der Steuerung so geblieben wäre, dann wäre das eine extreme Belastungsprobe für meine Nerven gewesen. Ja, und das wäre nicht in Ordnung gewesen. Und ich habe genau gesehen, dass du dich eben noch bewegt hast. Du tust doch nur so, als ob du schläfst. Das ist alles nicht zu fassen. Ja, und ich hatte vorhin das Gefühl, dass die Musik sehr laut ist, aber es kann auch sein, dass mein Kopfhörer einfach laut eingestellt war. Der Regen hier hat ein bisschen was von, oder der Sommeranfang, hat gerade ein bisschen was von den Sommern bei uns in Deutschland, ne? Regen, Regen, Regen. Da hat ja Bodo Wartke auch ein Lied zugesungen, ne? Das Regenlied, das ist, fand ich ziemlich lustig. Und da kann ich ja jetzt ganz geschickt überleiten. Denn ich freue mich, am 2. Mai, am 2. März gehe ich mit meiner besten Freundin zu Bodo Wartke ins Konzert. Und da freue ich mich drauf. Ich habe den noch nie live gesehen. Da wird es mal richtig toll. Mal was Neues. Ja, und dass ich im März auch nach Hamburg fahre, habe ich ja, glaube ich, auch an einem meiner letzten Parts erzählt. Also, das wird schon alles ein bisschen besonders jetzt so, was jetzt in den Ferien passiert. Ich habe auch, SOS, nicht in Ordnung. Ich habe jetzt auch gestern die Note meiner... Oh, ich muss mal neue Samen holen. Oder? Gehen die schnell? Sehr schnell, ja, dann nehmen wir noch Bashota. Ja, ich habe nämlich gestern die letzte Note von meinen Klausuren gekriegt. Also heute ist der 21.02. Das heißt, am 20.02. habe ich das Ergebnis bekommen. Und das war sehr zufriedenstellend. Also die letzte Klausur habe ich mit 1,3 bestanden. Aha. Und ja, das war sehr schön, weil jetzt nichts mehr ist, was mir noch irgendwie ein Bein stellen könnte. Ich habe auch in diesem Semester keine Hausarbeiten zu schreiben. Alles ein bisschen entspannter als im letzten Semester. Also muss ich mir da jetzt nicht so einen Kopf machen. Ich glaube, Madame... Ah, nee. Das wird nichts, meine Liebe. Eine Kuh ist weg. Die ist bestimmt hier im Melkraum. Und bitte, bitte, bitte sei nicht gefangen.
Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, dieser Bug ist echt zum Kotzen. Naja, sie wird schon wieder rauskommen. Irgendwann. Sophie. Ups, Entschuldigung. Ach, wer ist denn das dann? Janet, Sophie, Therese. Melanie. Melanie hockt da drin. Toll. Super Plan, Melanie. Wirklich. Naja. Aber sie kann ja nichts dafür, dass der Melkraum verbuggt ist. Ich muss mir jetzt auch langsam aber sicher meinen Blick zur Uhr abgewöhnen. Denn ich wollte es ja so machen, dass ich jetzt nicht mehr 15 Minuten oder so aufnehme, sondern dass ein Part ein Tag ist. Was bei Harvest Moon doch deutlich angenehmer ist. Dann weiß ich immer... Also dann weiß ich jetzt eigentlich genau, wie viele Parts noch kommen werden. Wenn man es so sehen will. Und ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe jetzt endlich auch mal nach 2 Jahren herausgefunden, wie die Stapelproduktion bei Camtasia funktioniert. Das heißt, ich muss nicht jedes einzelne Video in die Produktion, ins Rendern geben, sondern... Das war jetzt eine theatralische Pause und kein Gähnen. Ja, ich nehme ja auch schon wieder um 23 Uhr auf. Nee, fast 23.45 Uhr. Naja, was ich sagen wollte, habe ich vergessen. Ha, jetzt war ich abgelenkt. Mau. Mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Nö, weg. Wovon habe ich gerade geredet? Ach so. Ja. Das heißt, ich muss nicht jeden Part einzeln rendern, sondern ich kann alle Parts vorbereiten und dann in eine Warteschlange geben und die werden dann alle schön nacheinander gerendert. Und ich kann nebenbei irgendwas Sinnvolles machen, als immer nur nebendran zu sitzen und aufzupassen, dass dann immer gleich der nächste Part gerendert wird. Und das kann Sony Vegas übrigens auch, aber nur Sony Vegas Pro, wie ich festgestellt habe, weshalb ich mir jetzt noch Pro kaufen gehe. Ja, das mache ich. Aber nicht die 12er-Version, weil die 600 Euro kostet. Aus dem Grund, dass Sims zum Beispiel nur mit Sony Vegas gerendert werden kann, weil Camtasia immer nur so 2 Minuten rendert und dann bleibt das Bild stehen. Also irgendwie kommt Camtasia mit Sims nicht klar. So. Was mich manchmal sehr ärgert, aber dann doch irgendwie nicht zu ändern ist. Ah, ich wollte ja noch was machen. Erstes Frühling kann also erstmal weg. Erstes Frühling kann auch weg. Winter bis Sommer sollte auch erstmal weg. Ich will jetzt irgendwas, was schnell geht. Herbstes Frühling auch weg. Irgendwas Sommer bis oder Frühling bis Herbst. Herbst ist Frühling. So, was haben wir denn sonst noch so Schönes? Melone, Tomate, Canro. Sowas hier zum Beispiel. Die kommen dann jetzt demnächst mal raus. Und das war es dann erstmal. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Oh, jetzt habe ich wieder was mit Kohlensäure getrunken und muss aufpassen, dass ich euch jetzt hier nicht ganz ungeniert ins Mikrofon rülpse. Nein, das machen Frauen nicht. Mm-mm. Nee, nee. Finde ich immer sehr faszinierend, dass... Moment, was ist das denn da? Seht ihr das? Das Gelbe da oben?
Ist es eine Eule? Vor allem, die hat gerade die Augen aufgemacht, als ich sie angeguckt habe, ne? Ich guck dich gar nicht an. Lalalala. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Ah, Murray. Hast du nicht gesagt, du bist weg? Moin, moin. Es ist so heiß. Ja, im Winter ist dir zu kalt, im Sommer ist dir zu heiß und zwischendrin sagst du immer, du willst nach Hause. Portal ist so viel kühler als hier. Ja. Das mag sein, Murray, aber... Was soll ich dazu sagen? Willst du eine Blume? Ich mag das nicht. Okay, dann nicht. Behalte ich die Blume. Bleibt mehr Blume für mich übrig. Njom. Der arme Farmer soll uns ja nicht verhungern, nicht wahr? Das Lustige ist, da hier ja immer die Zeit angehalten wird, wenn man ins Menü geht oder wenn man... wenn man ein Haus betritt, also nicht im Haus ist, sondern während man das Haus betritt und während man jetzt hier an Regalen rumfuhrwerkt, habe ich überhaupt nicht im Blick, wie lange meine Parts jetzt werden. Wie lange, wie lang. Also ich hoffe, dass sie nicht viel länger als 20 Minuten werden. Aber das sollte sich eigentlich einrichten lassen. Ich habe ja nie viel mehr... Also, es war ja immer ungefähr ein Tag pro Part. War ja vorher auch schon so. So, welcher Baum trägt jetzt eigentlich Früchte? Ich meine, wir haben Sommer, da müssten eigentlich die Orangen... Oder? Ist das ein Orangenbaum? Ich weiß es nicht. So, hier ist jetzt aber hoffentlich wieder ein bisschen was gewachsen, aber noch nichts reif geworden. Aber hier, die, das sind doch Rüben, oder? Nee, Kadi. Ah ja, stimmt, ich pflanze ja keine... normalen Pflanzen mehr an. Na gut, lassen wir mal die Tiere raus und hoffen, dass Madame auch irgendwann mal sich hier hinaus bequemt. Und wir werden jetzt mal Holly baden. Ich weiß, das ist nicht so schön, Holly. Gamer baden nicht gern, aber muss jetzt halt sein. Kann ich jetzt auch nichts ändern. Du kannst ja nicht immer rumrennen wie Schlemiel. Brauchst du dich nicht so empört umdrehen, Holly. Ist so. Wer Horrorgames zocken kann, der kann sich auch waschen lassen. So. Den gleichen Spaß machen wir jetzt hier mit Madame Sophie. Upsala, lauf. Oh, und ich muss, glaube ich, gleich niesen. Und deswegen rede ich vom Niesen. Nee, doch nicht. Alles gut. Ist oft so, wenn man davon spricht, dass man niesen muss, dann muss man nicht mehr niesen. Holly, sei nicht so, sei nicht immer so elodistisch. Ja, das war gut. Jetzt waschen wir dich auch nochmal. Ja. Brauchst dich auch gar nicht so anstellen, denn du bist keine Gamerin. Kannst dich da gar nicht beschweren. So, Haze werden wir auch mal waschen. Ja, beim Pferd sieht man das immer nicht so gut, ob das dreckig ist oder nicht. Ja, wir werden mal... Ah ja, stimmt, die glücklichen Lampen, die muss ich einsammeln. Ah, Tartan wird sich freuen, dass ich wieder so lange nicht bei ihm war. Naja, ist mir egal. Aber die besonderen Blumen, die sollte ich schon aufsammeln. Da-dam, 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 du-dum, 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 du-dum. So, Hayes, komm. Hier wird nicht geschlafen. Komm, weiter geht's. Wir müssen dort hinüber. Da-dam, 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 da-dam. Ah, meine Wetter-App sagt gerade, dass es minus 3 Grad sind draußen. Hm, das ist ja nicht schön. Ich mag das nicht. Es könnte langsam mal wieder wärmer werden. Aber naja, was erwarte ich? Es ist Februar.
Obwohl ich in Anbetracht dessen, wie kalt es gerade ist, bei den Ansprachen zum Thema Klimaerwärmung dann doch manchmal so ein bisschen denke, boah, merke ich jetzt nichts von. Okay, an Weihnachten war krass. In München 20 Grad Celsius am 24. Dezember, das war schon erschreckend. Aber jetzt liegt hier Schnee. Und zwar, es war auch lustig, vor Weihnachten Schnee. Eiskalt, Schnee, überall Schnee. S-Bahn kriegt einen Schreck, weil im Winter Schnee fällt. Zu Weihnachten dann Sommerwetter und nach Weihnachten Schnee. Schnee, S-Bahn kriegt einen Schreck, dass im Winter Schnee fällt. Ist schon alles seltsam. So, bist du schmutzig? Ja, du siehst schmutzig aus, Janet. Ich kann es gerade nicht beurteilen, aber ich schieb dich trotzdem mal hier hin. Und da muss ich noch die Hühner rauslassen und ein bisschen gießen. Und dann ist der Tag eigentlich schon vorbei, nicht wahr? So? Ja, die kann gewaschen werden. Ja, die war schmutzig. Ah ja, ich muss euch ja auch noch mal melken. Stimmt ja. Ach, Mann. Hier hat man auch echt alle Hände voll zu tun. Was ist eigentlich mit ihr? Ist sie jetzt schon trächtig? Nee, fragt sich der Farmer noch immer. Aber Takakura meint ja... Oh, entschuldige, Therese. Ich habe es vergessen. Entschuldigung. Nein! Nein, 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 nein. Oh nein. Jetzt ist Sophie hinterhergerannt. Oh, ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Alle beide. Och, nö. Jetzt hängen zwei Kühe hier fest. Schön. Ich bezweifle zwar, dass es was bringt, aber... Nö. Noch eine Kuh weniger. Schön. Vielleicht rennt Janet ja auch noch hinterher. Oh, die Hühner wollen Futter. Eigentlich ist es Quatsch, ihnen jetzt Futter hinzustellen, weil ich sie jetzt rausbringe, aber... So. Ja, gerade noch so erwischt. Hör auf zu meckern. Ist alles gut. Ja, seufzt. Da ist genug Vogelfutter drin, ja. Ach, mein Köpfchen juckt gerade. Und zwar direkt unter den Kopfhörern. Flumpi, bam, ging's Huhn. Das war ein Auffahrunfall, das habe ich genau gesehen. Weil Flumpi nicht aufgepasst hat. Und ich das Huhn in seinen Weg gelegt habe. Aber egal, Flumpi hat nicht aufgepasst. So. Das kann sich jetzt noch um Stunden handeln, aber hey, der Tag ist vorbei. Kann ich auch danach gleich mal nachschauen, wie lang der Part geworden ist. Ne? Ah. Madame wacht rechtzeitig auf. Oh, ich muss noch gießen, stimmt. Ja, komm. Oh, und wenn man einmal davon geredet hat, dass irgendwas juckt, ne, dann kriegt man die ganze Zeit eine Krise. So, dann sammle ich das Ei jetzt auf, weil es deutlich länger dauert, dann nochmal reinzugehen und das Ei einzusammeln. Kennt ihr Michael Hartzius? Das ist ein Puppenspieler. Und zwar hat er so eine Kunstfigur, die nennt sich die Echse. Und die erzählt von Evolution. Die ist herrlich. Die ist richtig herrlich. Und ihre Abneigung gegen Zebras, also kann ich durchaus verstehen. Und dann hat er noch so eine Kunstfigur, die nennt sich das Huhn. Und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie von Hühnern spreche oder an Hühner denke, muss ich immer an diese Puppe denken. Die ist echt, also richtig süß. Und die redet auch immer so. Und dann ist sie das Erste, das man nach der Pause sieht. Und dann sagt sie, ja, hallo,
Also, ich bin nicht die Echse. Naja, aber die Echse kommt gleich. Nicht, dass sie sich vielleicht Sorgen machen oder so. Und das ist so süß. Ist hier gerade ein Pflänzchen gestorben? Hier so? Würde mich mal interessieren. Aber ich kann auch einen Kanrosamen ausbringen. Kein Ding. So, dann... Ey! Gießkanne. Und weitergießen. Weitergießen. Weiterkassel. Aha. Ja, ja. Das Schlimme ist ja, ich schaue sehr gerne Let's Plays von Sarazar. Ich schaue mir auch sehr gerne den Livestream von Gronkh und Sarazar an. Und ich bin auch so ein Typ Mensch, der die Witze, diese Flachwitze, teilweise lustig findet. Also wenn sie ganz blöd sind, dann nicht, aber so, ne? Und ich hatte im Sommersemester einen Dozenten, ein ganz lieber Kerl, der auch diese Art von Witze gemacht hat. Und da denkt man sich, da wird man dann so zugeballert mit diesen Flachwitzen, dass man dann irgendwann selber schon anfängt mit so einem Kram. Ganz furchtbar. Mein Umfeld ist dann immer ziemlich alleingelassen mit meinem Sinn für Humor, aber das ist ja nicht mein Problem, ne? So, dann bringen wir noch schnell den Kram weg und dann war es das auch für heute. Hier sind schon die Lichter angegangen. Ah, der arme kleine Emero rennt um die Uhrzeit noch draußen rum. Das geht ja nun gar nicht, ne? So. Schmeißen wir das mal da alles rein. Mehr Milch gibt es ja jetzt nicht mehr. Holen das Geld ab. Und dann geht's ab in die Falle. So. Los, schnell. Gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon, A Wonderful Life wieder. Au revoir.